Hallo und willkommen zurück zu Transportfieber. Ich nehme mal die Pause raus und dann sehen wir hier ist eine Menge Stau und hier gibt es eine Menge Treibstoff. Und hier fahren wir jetzt mit zwei Zügen und holen den Treibstoff und bringen ihn zum Hafen. Das heißt, wir haben jetzt mehr Waren, die hier umgeschlagen werden. Das heißt zum einen, dass wir mehr Waren hier vor Ort verkaufen können und das heißt aber auch, dass wir endlich mal Ware nach New Orleans bringen können. Hier haben wir ja in der Vergangenheit, in den letzten beiden Folgen, die Strecke nach New Orleans vervollständigt, die teure Brücke und hier auch diese Bahnstrecke. Und da haben wir noch keine Linie, die hier Waren hinbringt. Und ich sehe auch gerade, dass wir noch keine Linie haben, die hier eingeteilt ist. Weichentechnisch passt das. Dann müssen wir da mal die Linie einrichten. Houston, New Orleans. Wir haben in New Orleans schon die Warenverteilung. Das ist hier vor Ort. Genau, da haben wir ja beim letzten Mal festgestellt, dass ich das falsch benannt habe. Jetzt habe ich ja auch keine Leerzeichen dazwischen. Ja. So. Jetzt ist das alles korrekt. Okay, also ich würde mal sagen, wir bauen jetzt hier mal noch die Linie zwischen Houston, Hafen und hinten New Orleans. So. Okay, das passt da auf der Seite. Gut. Hier müssen wir mal schauen in Houston. Autosave, na super. Dass wir da noch das richtige Terminal auswählen. Wir haben... Achso, das muss ich dann hier vor Ort machen. Okay, ne, wobei, das geht auch hier. Also wir haben... Moment, das machen wir mal eben folgendermaßen. Ich klicke mal eben. Ja, okay, das war ja klar. So, komm, weg. Gut, dann muss ich das hier mal vor Ort anklicken. Terminals. So. Houston, Treibstoff, Hafen. Was auch immer. Lake Charles, Waren. Houston, Treibstoff, Hafen. Linie 1. Bin ich jetzt gerade blöd? Das ist Linie 1. Linie 1 ist keine Linie, die wir hier... Linie 1? Was ist denn Linie 1, bitte sehr? Achso, die habe ich gerade nicht benannt. Ja, alles klar. Okay. Yo. Houston... Jetzt muss, Moment, jetzt reicht ein Bindestrich, Houston, New Orleans, Warentransfer. Ja, die Benennung dieser Linien ist ja alles andere als einfach, aber auf jeden Fall sehen wir hier, dass wir eine Terminal-Doppelung haben, und zwar mit einer Linie, die alles andere als wenig Verkehr hier am Hafen erzeugt. Nämlich mit der Houston-Treibstoff-Hafen-Linie von da nach da. Und die haben ja hier allein schon zwei Züge. Das Stück ist ganz schön kurz. Und wenn wir da ankommen, dann gibt das auf jeden Fall Stau. Terminal 4, also sprich Gleis 4 hier vorne. Da haben wir zwei Linien. Warum machen wir das nicht auf Gleis 3? Kann ich die auf Terminal 3 legen? Kann ich, dann machen wir das. Kann ich nicht, weil der von da oben kommt... Dann müssten wir hier vorne noch eine Weiche einstellen. Das soll das geringste Problem sein, denke ich. Steigung zu... Och nee, nicht schon wieder das Steigungsproblem. Ja, das ist echt schon ein bisschen absurd. Okay. Pausieren wir das Ganze. Bauen hier den Bahnhof um, damit wir hier eine steigungsfreie... dass wir steigungsfreien
stellungsfreie Weichen hinbekommen. Ja, das ist schon, also manchmal ist das hier zum Abgewöhnen. So, dann haben wir da hier rüber. Steigung zu groß, genau. So. Andersrum genauso. Bitte veräppelt mich hier mal nicht. Es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Das kann man nicht anders bezeichnen. So. Wie kriegt denn gleich die Pinselgröße geändert? Nicht mit dem Mausrad. So, mit N. Alles klar. Gleichen wir hier mal ein bisschen aus. Kostet ja fast nichts. So, dann hoffe ich mal, dass wir das da hinkriegen. Wenn wir von da kommen, müssen wir in der Lage sein, hier rüber zu fahren. Was ist denn da jetzt los? Da ist ein Signal. Okay, dann fahren wir hier rüber, oder? Geht das? Oder sind wir da auch auf der falschen Strecke? Das geht. Ein bisschen kürzer. Damit wir auch hier noch rüberfahren können. Wunderbar. Passt. Okay, wenn wir das Ganze jetzt hier auch noch ermöglichen. Ja, kriegen wir da nicht hin. Okay. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal behoben. Sehr schön. Dann hatten wir noch ein Problem hier vorne. Wir haben, war das hier? Nee. Also es ging noch um eine Personenlinie. Da habe ich festgestellt, habe ich das geändert oder habe ich das nicht geändert? Es ging um einen Personenbahnhof. Nicht den, der andere, der ist zweigleisig. Nee, dann habe ich mir das eingebildet, oder? Wo war das? Oder haben wir das schon geändert? Offenbar haben wir das schon geändert. Ja, das haben wir geändert. Ich erinnere mich auch, dass wir noch Straßenbahnen bauen wollten. Hier haut das alles soweit noch hin in Dallas. Das ist ja auch alles relativ frisch. In Dallas gibt es noch nicht so viel Verkehrsaufkommen. Nahverkehr müssten wir ausbauen. Ja, in Lake Charles. Da dürfte es eigentlich ganz gut passen. Da haben wir wahrscheinlich eine relativ hohe Deckung. In beiden Linien wahrscheinlich haben wir die, aber wir machen da trotzdem miese. Wir haben da zwei Linien, eine in hellgrün, die andere etwas weniger hellgrün. Ja. Ja, ich glaube, daran kann man nicht viel ändern. Da ist dann einfach wenig los. Dann haben wir ja hier New Orleans und da haben wir ja auch Kapazitäten. Die Kapazitäten, Möglichkeit hier Straßenbahnverkehr einzurichten, gerade eben wegen dieser Hauptstrecke, die durchgeht. Das habe ich angesprochen. Diese Folge versuche ich, den Warenzug endlich auf die Gleise zu setzen. Wir sparen ein bisschen Geld. Bis dahin werde ich hier bauen. Und ach, da haben wir schon eine Tram. Ja, seht ihr mal. Also manchmal komme ich von der einen zur nächsten Folge schon nicht mehr mit. So, New Orleans. Da haben wir, klar, da haben wir ja schon Tramlinien.
Aber ich frage mich gerade, warum ich hier nicht die Straße so durchgezogen habe und hier eine Tramlinie durchgeschickt habe. Ja, wie auch immer. Tram 3 ist die dunkelgrüne. Die macht nicht ganz so viel Geld. Okay, die Strecke, die ist jetzt auch ein bisschen länger und wie ist hier die Verteilung? Okay, geht eigentlich nur durch die Wohngebiete. Ja. Okay. Haben wir hier denn irgendwo einen schönen Umstieg, den wir hier noch einfädeln könnten? Hier vorne wäre eventuell noch ein Umstieg nicht verkehrt. Aber nicht so wirklich. Müssen wir hier so eine Schlinge fahren? Nee, das bringt's nicht. Vielleicht bringen wir hier noch eine Buslinie rein. Das wäre noch eine Idee. Dass wir hier eine Buslinie einbauen, die direkt ins Industriegebiet fährt. Hier von der Hill Street bis hier oben hoch. Das könnte nochmal dafür sorgen, dass wir hier so ein bisschen mehr Verkehr reinbringen. Das mache ich jetzt mal. New Orleans. Linie 1 wäre das. So, wir fahren los hier vorne. Wir fahren da los. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Und nur so zurück. Ob man jetzt hier so eine Schleife fahren muss. Denke ich nicht, dass man das muss. Warum ist das jetzt so? Okay, so. Kriege ich die nochmal angewählt und die ist anders? Er fährt. Achso, ich habe erst den. Okay. Dann muss ich da noch einen einfügen. So, den. Und dann nehmen wir den ersten mal raus. Dann fahren wir. Oak Street nochmal raus. Dann nochmal Oak Street und dann müsste der eigentlich auch so fahren können. Ja gut, dann will er hier diese Runde drehen. Ist mir egal, lassen wir das so. Das richtige Terminal finden. Hier kriegen wir wahrscheinlich nur Trams, genau. Aber wir müssen hier auch noch ein Depot haben für Autos. Also hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. New Orleans, Linie 1. Und los geht's. So, und wir hatten ungefähr ausgerechnet, dass wir 5 Millionen oder etwas über 5 Millionen brauchen. Für den Warenzug. Nahverkehr bzw. Personenverkehrszüge könnten wir ja auch mal gebrauchen, das hatten wir ja auch schon festgestellt. Aber wir haben da in der letzten Folge hier schon den zweiten reingesetzt. Die Linie macht gut Geld. Und wir müssen jetzt einfach mal die Waren liefern, weil wir da ja auch vorankommen wollen. Wenn Houston weiter wächst, dann New Orleans weiter wächst, dann haben wir da auch mehr Passagiere, die da wollen. Ja, gut, dann bräuchten wir. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Das ist mal das Allerwichtigste. So, ja, ich gehe mal hier ins Depot. Schauen uns das mal an, was wir uns dann da schnappen würden. Also, wir haben festgestellt, die geschlossenen Güterwagen, die wir brauchen für die Waren, die sind richtig teuer. Weil wir schon so lange an dieser Aufgabe arbeiten, dass wir inzwischen diese großen Fahrzeuge haben. So, gehen wir mit der Geschwindigkeit mal rauf. So hat das ja keinen Sinn. Also davon brauchen wir 4 Stück, 5 Stück. Da sind wir bei 6 Millionen. Allein dafür. Und dann müssen wir auch mal. Also wie viel fahren die? 180? 160. Macht doch keinen Sinn, wenn wir da eine langsame Lok vorsetzen. So, nehmen wir die. Das ist eine Diesellok.
Hier, Big Boy. Oder die hier für 9 Millionen. Das ist eine elektrische. Die hat deutlich mehr Zug. Und aber auch höhere Betriebskosten. Okay, wie es aussieht, brauchen wir 10 Millionen. Wir brauchen 10 Millionen, um die Waren transportieren zu können. Was kostet hier nochmal dieser Triebwagen? 5 Millionen. Den könnten wir jetzt kaufen und dann hätten wir nochmal einen, der mehr Geld einfährt für uns. Gute Frage, nächste Frage. Ich wäre ja schon fast dazu geneigt, jetzt mal einfach auf Kaufen zu klicken und hier noch mehr Personen hin und her zu fahren. Weil ich nicht sehe, dass hier mehr Geld reinkommt. Was mich gerade mal kolossal nervt. Das will die einfach nicht mehr werden. Also vor allem nicht in absehbarer Zeit. Okay, ist das... Machen wir das so. Haben noch einen Triebwagen gekauft. Reisen den der Regionalbahn zu. Und dann fährt der pro Fahrt nochmal eben 300.000 ein. Dann gucken wir mal weiter, wie hier das Geld fließt oder nicht. Ich meine, wir haben hier so viele Leute, die da stehen. RB2 könnte im Prinzip auch schon neue Fahrzeuge brauchen. In Houston, da haben wir noch keine Tram, noch keine Straßenbahn. Ziemlich alte Fahrzeuge. Gucken wir mal, wie da die Verteilung ist. Wenn wir hier eine Straßenbahn durchbauen würden, die dann hier die Hauptstraße runterführe ins Industriegebiet. Ist denn da die Linienverteilung? Ja, könnte man auch machen. Das würde sich jetzt auch nicht komplett überschneiden. Ja, wartet mal, das geht. Gehen wir mit der Geschwindigkeit runter. Bauen wir die Straßen mal aus. Wir kommen von da. Kriegen wir das hier verbreitert? Kriegen wir. Haben wir die richtige Straße? Zweispurig. Haben wir. Machen wir das so. Fahren wir hier mal ins Industriegebiet und machen da eine Straßenbahnlinie rein. Neue Schiffe interessieren uns traditionell eigentlich mal so gar nicht. Und dann fahren wir doch einfach mal noch. Wie fahren wir dann? Fahren wir dann hier rein. Und, ach schade, es wird zurückgebaut, dann muss ich das nachträglich hier, nee, das geht nicht. Schade. Okay, so, Haltestellen. Machen wir das doch nochmal so. Geht das hier auf der anderen Seite? Ja, das geht. Okay, übersehen. Kriegen wir hier noch eine rein? Leider nicht. Okay. So, dann machen wir nämlich auch hier eine neue Linie rein. Von da. Hier rüber. So. Halten dann hier auch noch. So, da haben wir jetzt mit Dunkelblau auch eine schöne Farbe. Also, Houston Tram 1. Okay. So, dann brauchen wir hier natürlich noch ein neues Depot für die
Tram, Straßenbahn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Houston Tram 1. So, dann haben wir die auch hier. Und ja, ich mache mal einen Screenshot. Ich habe festgestellt, dass ich jetzt hier mal diesen Half-Life-Sound habe, wenn ich hier einen Screenshot mache. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das eingestellt habe. Ja, so, 3 Millionen haben wir, 4 Millionen haben wir vielleicht bald, das sieht gut aus. Das heißt also, wir haben gerade Geld ausgegeben und gleichzeitig Geld verdient, also mehr verdient, als wir ausgegeben haben. Das ist immer schön. Straßenfahrzeug 14 hat die maximale Lebensdauer erreicht und sollte ersetzt werden. San Antonio, Linie 1, dann gehen wir da mal rein. Gehen wir mal auf Fahrzeugersatz. Busse. San Antonio. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt... Ach, hier waren wir schon im richtigen Menü. 2000 plus San Antonio. Da ist ja nicht allzu viel los. Ja, da müssen wir auch mal anpassen. Okay, ich mache mal trotzdem Fahrzeugersatz auf diesen Twin Coach. Automatischer Fahrzeugersatz, ja. San Antonio Linie 2, Fahrzeugersatz ebenfalls diesen Twin Coach. So, und dann gehen wir doch hier auch mal eben rein, wenn wir gerade hier sind. Also wir haben hier zwei Linien, San Antonio Linie 1 und 2. Und offenbar hat sich jeder Ort ein bisschen gewandelt in der Zwischenzeit. Wir haben einmal den da oben, die Linie, die da hoch geht. Und die zweite Linie, die nur so geht. So. Wir müssen eine Linie haben. Wir machen mal direkt Haltestellen. 1, 2, 3, 4. Hauptbahnhof. Hier entlang. Da entlang. Dann müssen wir hier durch und dann da oben lang. Das heißt, wir müssen eine Linie hier lang führen, dahin. Und das hier lassen wir einfach, weil da eh keiner hinfährt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt San Antonio Linie 2 vor. Löschen. Kann ich das hier alles löschen? Alle Stationen entfernen? Ja. Zu wenig Haltestellen? Ja, sehe ich auch so. Wir fahren hier los, gehen da lang. Da, da. Da und da und dann zurück. So. Das ist die Linie 2. Und die Linie 1, die fährt weiterhin so, wie sie fährt. Ja. Können wir so machen. Ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt hier die beiden Industriegebiete noch verbinden, bringt das schon ein bisschen mehr. Ja, der Ort ist relativ groß dafür, dass so wenig... der erstreckt sich über eine sehr große Strecke. Große Entfernung. Die Zentren liegen sehr weit auseinander. Aber ich denke mal, hier wird mehr laufen auf diesem Stück. Gut, dann haben wir das schon mal ein bisschen angepasst. Da werden die Fahrzeuge erneuert. Das hier dürfte auch bald erneuert werden. Sehr schön, dann haben wir das. Ich gehe nochmal mit der Geschwindigkeit für einen Moment lang rauf. Vielleicht kriegen wir das doch noch hin, den zu kaufen, den Zug. Ging aber auch schon wieder sehr schnell rum, die Zeit. 25 Minuten schon, eigentlich sind wir schon wieder am Ende.
Ja, die 5 Millionen werden wir wohl nicht mehr kriegen. Mann! Nee. Wird nicht funktionieren. Müssen wir das wieder verschieben? Aber die Nahverkehrs- oder die Personenlinie, die ist doch hier, das muss doch Geld abwerfen. Ja, 3,8 Millionen. Also, das stimmt. Das passt. Und auch die andere Linie hier passt. Da können wir auch noch einen besseren Zug einsetzen. Noch mehr oder was auch immer. Ja. Dallas. Öl haben wir auch noch genug. Haben wir hier noch irgendeine Linie, die nicht vernünftig fährt? Nö. New Orleans. Ja, der Nahverkehr, der ist ja bekannt. Lake Charles Waren, die macht gerade Minus. Warum macht die Minus? Aber die macht nicht insgesamt Minus, oder? Ja, da haben wir nicht mehr genug Waren. Okay. Fährt nur noch halb voll. Okay, da würde ich sagen, müssen wir uns das in der nächsten Folge mal anschauen. Warum Lake Charles nicht mehr genug Waren bekommt. Houston Treibstoffhafen. Die machen jetzt auch Minus. Das ist hier dann neue 16 von 60. Und was machen unsere Ölzüge hier? Die fahren auch nicht mehr so viel Gewinn ein. 13 von 60. Haben wir da jetzt eventuell zu viele Fahrzeuge auf der Strecke für ein so kleines Ölfeld? Das wird bedeuten, wir müssten ein neues Ölfeld erschließen. Ja, das ist schon an der maximalen angekommen. Ja, die können nur noch 20 erzeugen. Das heißt auf jeden Fall, wir müssen ein neues Ölfeld erschließen. Das ist uncool. Das müssen wir da oben hin machen. Okay, wissen wir Bescheid. Wir haben zu wenig Öl. Dann schauen wir uns das in der nächsten Folge auf jeden Fall an. Und bis dahin hoffe ich erstmal, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!